Ich freue mich sehr darüber, heute eine neue Serie bei Fox ankündigen zu können mit dem Namen Back to Basics. Warum Back to Basics? Wir kriegen über die sozialen Netzwerke und auch auf den Messen in der Vergangenheit viel Feedback zu unseren Filmen, zu den Dingen, die wir euch zeigen auf der Kamera. Und es kam immer wieder der Wunsch auf, auch gerade von vielen jungen Anglern, uns mal mit den Basics des Karpfenangels auseinanderzusetzen, einfach nochmal die rudimentären Knoten, Montagen aufzuzeigen, die ihr braucht, um auf Karpfen erfolgreich fischen zu können. Ich darf diese Serie heute beginnen und fange auch mit einem Knoten an, den ich selber schon seit vielen Jahren benutze, um meine Hauptschnur. Das ist in diesem Fall ein Submerge-Geflecht, also eine geflochtene, sinkende Hauptschnur mit einer Schlagschnur zu verbinden. In diesem Fall ist das der Snackleader hier. Das ist das kräftige, abriebsfeste Material, von dem ich gerne am Ende meiner Montage 15 bis 20 Meter drauf haben möchte. Ich habe jetzt heute mal unsere Submerge in Bright Orange dabei. Schön in einem, ich sag mal, Signalfarbe. Damit erkennt ihr gleich sehr gut, wie ich diesen Knoten binde und warum diesen Schlagschnurknoten. Das ist ein Knoten, der, sage ich mal, zwei Schnüre, die komplett andere Eigenschaften haben, miteinander verbinden muss. Das ist dieses dicke Monomaterial, was einen sehr dicken Knoten generiert, je nachdem, wie man das Material verwendet. Und diese sehr dünne, geflochtene Hauptschnur mit nur 20 mm Durchmesser. Es gibt sie auch noch in der 16 mm Variante, 0,16er Variante. Dann ist sie noch ein bisschen dünner. Der Knoten funktioniert für beide Materialien. Das ist überhaupt gar kein Problem. Wie gehe ich jetzt vor? Ich beginne, indem ich mir von meinem Snackleader 25, 30 cm mache diese Schlaufe, fixiere die letztendlich mit der linken Hand zwischen Daumen und Zeigefinger. Ja. Dann nehme ich mir das Geflecht, lege es auch doppelt, mache es ein bisschen länger, gehe von hinten durch die Schlaufe durch. Ziehe das Geflecht durch und gucke, dass ich hinten schon ein paar Zentimeter Überstand habe. Jetzt halte ich hier mit Daumen und Zeigefinger nicht nur das Geflecht, sondern auch die Schlaufe von der Schlagschnur fest. Greife mir von hinten die Schlaufe und lege sie sechsmal drum. Und jetzt gehe ich wieder von hinten durch die Schlaufe von dem Monomaterial durch und ziehe den Knoten langsam zusammen. Ein bisschen anfeuchten und jetzt an allen vier Enden kräftig ziehen. Der hält. Der Vorteil hier ist, man kann ihn sehr kurz abschneiden. Die Monoschnur kann wirklich direkt am Knoten abgeschnitten werden. Der große Vorteil ist, dadurch habe ich keinen Überstand, was ich beim Werfen zum Beispiel verheddern könnte. Das hat man bei anderen Knoten manchmal, wenn hier das Monomaterial einen halben Zentimeter rausguckt. Das habe ich hier nicht. Und auch das Geflecht kann ich sehr kurz abschneiden. Ich habe jetzt natürlich drei Enden letztendlich, also dieses einzelne Segment und hier diese Schlaufe, die ich drumgelegt habe und durchgesteckt habe. Und auch diese drei kann ich sehr kurz abschneiden. Fertig ist der Schlagschnurknoten.